Das war aber rot. Einfach nur versifft mit Pollen, ey. So eine Scheiße. Pust macht keinen Sinn, Alter. Ich muss die waschen gehen. So, wir müssen auf jeden Fall mal kurz diesen scheiß Pollenstaub runterfegen. Gebt euch das mal, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Und im gleichen Zug verabschieden wir uns von unserem treuen Begleiter. Er hat uns wirklich sehr lange, sehr treu beglitten. Beglitten? Aber jetzt ist es nun mal an der Zeit, dass wir getrennte Wege gehen. Getrennte Wege, habe ich gesagt. So. Und deswegen, kleiner Dino, das hat schon ein bisschen deinen Schwanz erwischt. Wink mal für YouTube. Ciao, Leute. Danke, du warst ein netter und treuer Begleiter. RIP. Ja, und auch danke an den Abonnenten, der mir das Happy Meal geschickt hat, wo der kleine Dino dabei war. Ja, sehr nice von dir. Auf jeden Fall. Wir spülen jetzt nur einmal kurz ab. Und dann... Ey. Oh, die ganzen Dings hier drauf, ey. Die ganzen toten Fliegen von Landstraße ballern mit Alpha, Rackstar, Blackout und Xenia. Okay. Wie wenig kann man denn da... Tschüss, die haben das erhöht. Sind jetzt wurde einfach rübergeklebt. 1 und 2 Euro Stücken nur noch. Früher konnte man 50 Cent reinwerfen. Was ist bei denen los? Ah, hier habe ich nur meine Bart noch. Hätte ich mal probieren sollen, ob die hier reingehen. Ist wenigstens ordentlich abgestaubt. Ja, das ist ja mal ein Ding. Das ist ja gar nicht cool. Das ist ja gar nicht cool. Nee, Mann, ich bin noch nicht fertig. Es dauert noch. Ich brauche erstmal ein bisschen Papier. Die ist leer. So, das müsste reichen. Oh, guckt euch das Bike an, das sieht doch mal... Seht ihr jetzt die Reflexion? Die ist schon sexy, oder? Ich muss erstmal ein Foto machen. Diese Nassreflexion ist schon gut. Ich habe jetzt den Schaum gar nicht abgemacht. Schön. Ha, vielleicht jetzt den Schaum erstmal abmachen sollen. Aber ich werfe da jetzt keinen ganzen Euro rein. Bleibt der Schaum halt drauf. Das Ding ist, als ich das Motorrad waschen war mit Albers, als wir den Backbone gedreht haben, habe ich hier auch alles sauber gemacht an den Seiten. Aber von irgendwo ist es mir dann einfach ans Bein gezogen. Also es ist, glaube ich, eh so ein bisschen egal, aber... Oh, naja, mach mir immer ein bisschen trocken. Wir müssen ja auch noch tanken, also alles cool. Kilometer ist eine ordentliche Leistung. Ich bin auch viel Landstraße gefahren. Ui, da ist was ein bisschen rausgegisst. Ich bin aber auch ordentlich Landstraße gefahren, von daher... Erklärt das das? 240 Kilometer mit einem Tank ist schon, ich glaube, schon echt gut für meine Verhältnisse. Ich bin ja der Stadtfahrer eher.
Und da hält es ja eigentlich in der Regel nicht so lang. Mein BP ist vollgetankt. Ulala, ulala, ulala. Und sauber. Naja, eigentlich ist sie dreckig mit Schaum jetzt, wenn man es so genau nimmt. So. Ich bin eigentlich verabredet, aber ich konnte es nicht ertragen, wie sie aussieht. Deswegen habe ich sie erstmal sauber gemacht. Ist ja auch verständlich. Weil wir sind ja hier im Internet. Deswegen ist es schon wichtig, dass man ein gepflegtes Äußeres hat und so. Na fuck, mein Helm geht nicht zu. Genau, mein Helm geht nicht zu, weil ich neulich ja mit dem Grom Squad auf der Rennstrecke war, also auf der Kartbahn in Templin, was mega geil war und wir alle wollen es auf jeden Fall nochmal machen. Seitdem geht mein Helm nicht mehr richtig zu, beziehungsweise hat immer so ein bisschen gehangen und jetzt geht er gerade gar nicht zu, weil ich das Visier abgemacht habe, zum Saubermachen. Und ja, darum wollte ich mich eigentlich kümmern bei dem kleinen Boxenstopp, aber habe ich vergessen. des Weiteren ist einigen von euch sicher schon mein Ärmel aufgefallen. Mein Ärmel ist nämlich ein bisschen kaputt gegangen. Das war auch beim Dings, bei der Rennstrecke lustigerweise. Das ist, der Reißverschluss ist einfach gerissen so. Aber das ist nicht so schlimm, das kann man sich ja beim Schneider easy reparieren lassen. Aha, interessant. Ja, deswegen, das ist halt so wild, das lässt man reparieren. Ich muss jetzt nur mal kurz gucken, dass ich meinen Helm zukriege. Warum fährt sie nicht? Ah, boah, es hat einmal richtig laut Knack gemacht. Ja, okay, es knackt sehr laut, aber es geht zu. Egal. So, mein lieber BMW, du könntest auch noch vorfahren, das wäre okay. Weil da ist genug Platz, aber ist eigentlich auch egal. Ist auch egal, wir können das auch ganz knapp machen. So, wie sieht es von der Uhrzeit aus? 4:46 Uhr. Ich wollte um 4 Uhr los sein. Aber 46, ja, dann schaffe ich es vielleicht noch so gegen 5 Uhr. Rentner, bleib stehen, danke. Also alles cool. Oh, Rentner. Da hinten ist einer auf dem Einrad. Ja, aber die Show ist schon vorbei. Leider verpasst, ihr wisst ja, das ist unser Lieblingsding. Wie heißt das? Ampelartisten? Ich weiß gar nicht, ob man das so nennen kann. Aber vermutlich, zuzuschauen und auch gern mal was zu geben. Zuletzt habe ich das gemacht bei mir da hinten, Treptower Park. Da waren wieder so Jongleur Boys am Start. Das war aber rot. Er hat sogar auch eine Kamera. Der ist aber voll über rot, der BMW. Habt ihr das auch gemerkt? Was geht? Auch am Film? Hättest du deine Karre nicht poliert, hätte ich dich nicht erkannt. Tja, jetzt auffällig. Aber sieht heiß aus auf jeden Fall. Ja, gefällt dir? Ich war sie gerade putzen, überall war Pollenstaub irgendwie. Ja, das ist halt so. Scheiß Frühling, ja? Mach's gut, selber. Machst du YouTube? 2O Range Sumo. 2O Range Sumo. Okay. Ja, Leute, vielleicht habe ich ihn gefunden. Ich nehme an, er will ins Video. Ich frage ihn gleich lieber nochmal. Warte mal, er soll mal herkommen. Willst du ins Video? Ja? Okay. Dann ist gut. Dann ist gut, der nette Kerl will ins Video. Also schaut mal bei ihm vorbei. Da leuchtete eine Lampe. Aber nur eine einzige. Oh nett, der Fahrradfahrer macht mir sogar Platz.
Obwohl ich super illegal am Filtern bin. Aber es ist schon korrekt. Schon korrekt von ihm. Kann man nichts sagen. Alles klar. Mach's gut. Haben wir noch einen netten Dude getroffen mit einer KTM 690. Erstmal mein scheiß Visier wieder runterklappen. Ich glaube, ich habe es jetzt irgendwie geschrottet, aber ich muss eher erstmal ersetzen. Aber das dauert dann sicher noch ein bisschen. Nee, ich muss es mal ersetzen. Das dauert nicht. Also wenn ich es ersetzen muss, muss ich es ersetzen. Aber ich meine, dass ich mich davor irgendwie weigere. Ich fahre die ganze Zeit mit ein paar Kratzern im Visier rum, was ja an sich nicht so schlimm ist, aber es ist schon so ein bisschen optikmäßig, ne? Also man muss da eigentlich auch penibel sein, so wie ich sie jetzt gerade extra waschen war, obwohl sie in 3 Tagen eh wieder voller Pollenstaub sein wird. Obwohl ich in der Tiefgarage bin, wird sie voller Pollenstaub sein. Man muss da ein bisschen penibel sein und man muss auch will auch ja ordentlich aussehen und so, ne? Deswegen sollte man da schon drauf achten, wie man aussieht, ja. Mit diesem senfgelben Komfortumzugswagen verabschiede ich mich jetzt von dem Video. Macht es gut, KVQ ist raus, die Bäume sind grün, die Sonne ist weiß. Ist die Sonne wirklich weiß? Wer weiß. Peace! Yeah.